Hallo, hier ist wieder eure Hani und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist jetzt endlich mal dran von Alverde aus dem Adventskalender das Ganze aufgebraucht. Ihr habt den Müll gesehen, den ich so schön in meiner tollen, super silbernen Schale präsentiert habe. Ne? So schön kann man Müll präsentieren, ja. Und da habe ich ja den Adventskalender und Box von Alverde. Es war mein erst. Ich hatte ja noch nie Produkte von Alverde gehabt. Alverde ist Naturkosmetikmarke von DM, ne? Und wie gesagt, ich hatte noch nie ein Produkt gehabt und dann dachte ich so, teste ich doch mal aus, indem ich mir den Adventskalender besorge. Und der war relativ zeitig auf dem Markt. Genau, lasse ich dir mal hier oben durchlaufen, das Video, wie ich den Alverde Adventskalender in Box habe. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen war ich sehr angetan von dem Kalender. Däumchen nach oben. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich das alles in ein Video bekomme oder ob ich die Videos teile, Leute. Ich weiß noch nicht, ich muss gucken, wie lang das wird. Und ich war sehr begeistert und ich möchte gerne zu jedem mein Resümee dazu abgeben, ne? Den einen oder anderen interessiert es, ne? Den einen oder anderen nicht. Und ja, deswegen macht man ja auch mal so ein Video, weil vielleicht möchte der ein oder andere das wissen. Und ihr hattet den Kalender vielleicht auch gehabt und ihr wollt vielleicht wissen, wie das andere so fand. Oder ihr sagt euch, ich habe dieses Jahr mir den nicht gekauft, weil ich erst mal gucken will, wie die anderen die Produkte so finden. Dafür bin ich ja da, um euch zu sagen, wie die Produkte so sind, ne? Um euch die weiter zu empfehlen oder nicht. Ich würde sagen, wir schießen da mal los. Ja. Und zwar Softcreme Bio Aloe Vera. Das war einfach eine Softcreme, konnte man ja, für die Haut, Pflegerezeptur, für Gesicht und Körper. Ich bin mir jetzt gar nicht. Ich schneide ja immer die Tübchen auf. Ich zeige euch das mal. Ne? Genau. So, Softcreme. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, habe ich die für meinen Körper genommen oder für mein Gesicht? Ich sollte, hätte mir vielleicht mal Notizen machen sollen. Auf jeden Fall war die gut. Also ich habe alle Produkte gut vertragen. Täglich, abends nach der Reinigung aufs Gesicht und Körper auftragen. Ich glaube, ich hatte die als Abendcreme genommen, als Nachtcreme, weil ich so viele nicht da hatte. Weil die Produkte, ich glaube, den Kalender habe ich im. Habe ich den schon im September in Box oder im Oktober? Und dann habe ich gleich im November dann halt die Produkte alle aufgebraucht, ne? Weil ich ja wusste, du hast bald Balea und Isada. Genau, und hat gut gerochen, war angenehm. Ja, die war gut, die Softcreme. Ich glaube, ich habe die für meine Füße sogar genommen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich hätte das wirklich mal mir notieren sollen. Auf jeden Fall war das ein gutes Produkt, ne? Duft war auch angenehm. Ja, weiß bloß nicht mehr. Naja, weiß bloß nicht mehr. Dann haben wir hier Reinigungsbalsam, Bio-Mandelöl, Bio-Aloe Vera. Oh ja, das ist halt so ein entfernt wasserfestes Make-up, Schmutzpartikel, überschüssig Talg, ohne Haut auszutrocknen. Reichhaltige Formulierung mit Bio-Mandelöl, Bio-Aloe Vera, beruhigt trockene Haut, spendet intensiv Feuchtigkeit. Habe ich so als Waschgel genommen für abends, ne? Um wirklich den Rest-Make-up noch runterzuholen. War auch gut. Und angenehmer Duft. Und es war richtig toll. Ne? Also wie gesagt, als Waschgel bloß für abends genommen. Und es hat wirklich den ganzen Dreck mit runtergeholt. Super hautverträglich. Top-Produkt. Auch Daumen nach oben. Ja, also war wirklich mega. Dann habe ich Pflegedusche mit Bio-Kurkuma. Aber ich glaube, das war nicht so doll. Bio-Kurkuma, so eine Sache, ja. Waren wirklich, ist alles sehr hautverträglich, ne? Diese ganzen Duschen, Weihnachts-Winterduschen sind wirklich nur für Weihnachten oder über Winter, die Düfte. Also das wäre jetzt, die Duschgele sind alle so nicht, das wäre jetzt nichts für mich für den Sommer, weil das riecht alles nur ganz zart auf der Haut nach. Ja, also man hatte jetzt nicht lange was von dem Duft gehabt. Aber gut, ich meine, 50 Milliliter, da hast du viermal oder so, ne? Ja, es war okay. Sagen wir mal so, ne? Ja. Dann war dieses süße, das war toll, das ist toll, ne? So ein Abschminkgedöns mit drin, ne? Da kann man hier so die Fingerchen reinstecken. Ich mag sowas total. Und das habe ich bei 40 Grad Kochwäsche mitgewaschen. Einmal abgeschminkt damit, durchgewaschen und sauber ist es bei 40 Grad Kochwäsche. Wow. Und das ist richtig sauber. Das sieht aus, als wenn ich es noch nicht benutzt habe. Aber das hat gut funktioniert. Und ich mag so diese Abschminkpads, wenn man die Fingerchen so reinstecken kann, ne? Und dann hat man besseren Halt. Ja, wirklich gut, ne? Genau, und das landet dann immer in der Waschmaschine so. Ja, also es hat gut Make-up runter entfernt. Ich weiß gar nicht, man soll, kann da nur mit Wasser nehmen. Ich bin mir gar nicht mal so sicher.
Oder macht man Make-up? Ich mache trotzdem, auch wenn da oben steht, man kann das nur mit Wasser machen, aber ich mache trotzdem immer Make-up-Entferner mit hoch. Ne, da bin ich auf der sicheren Seite. Aber gutes Produkt. Das lege ich mal ein bisschen weiter weg, nicht, dass ich das mit wegschmeiße. Augencreme. Ha, 20 Milliliter Augencreme, Leute. Also, ihr wisst, mit Augencreme kommt man ewig lange hin. Trockenheit, sie hilft, Trockenheitsfältchen vorzubeugen und bessert die Elastizität der Haut. Die zartpflegende Formulierung mit Hyaluron spendet der sensiblen Haut Feuchtigkeit und pflegt sanft. Morgens und abends nach der Reinigung auf die Augenpartie auftragen und sanft einklopfen. Ja, ne, bin ich lange mit hingekommen und ich habe die gut vertragen. Ich habe bei manchen Augencremes einen Schleier immer in den Augen. Das hatte ich bei dir nicht gehabt. Oder manche brennen auch in den Augen. Habe ich auch schon gehabt. Das war bei der gar nicht, die habe ich gut vertragen. Ja, Fältchen waren nach wie vor da, die habe ich jetzt nun mal, macht sie nicht weg, aber vielleicht so ein bisschen, dass es Feuchtigkeit spendet. Und früh mache ich mir den immer wenig hoch, klopfe die bloß ein und abends tue ich immer die erste Schicht einklopfen, lasse ich sacken und dann vorm Schlafen gehen mache ich mir dann immer eine dicke Schicht ringsrum und gehe dann so schlafen über Nacht, lasse es dann so einziehen. Ne? War auch gut, kann ich nicht meckern. Denn Augen-Make-up-Entferner. Ja, der war auch toll. Mit Bio-Aloe Vera hat gut gemacht. Also ich war richtig begeistert, ne? Augen-Make-up-Entferner. Ja, ich habe damit, glaube ich, auch nicht nur Augen-Make-up wegbekommen, ich habe damit auch das restliche Make-up weggemacht. Duft war auch angenehm. Bio-Aloe Vera. Aloe Vera ist ja immer gut zur Pflege, ne? Ja. Kann ich nichts gegen sagen. Also war gut. Ach, und übrigens, diese Augencreme habe ich mal aus Versehen als Augen-Make-up-Entferner benutzt. Leute, ich habe damit mit Augencreme habe ich auch super mein Make-up runterbekommen. Und das habe ich dann ja später gesehen, denke ich so, oh, weil ich hatte die Tuben so nebeneinander stehen gehabt und dann, ich habe bloß schnell gegriffen. Und dann dachte ich so, oh, jetzt hast du dir ja mit der Augencreme dein Make-up runtergeschminkt. Aber damit ging, mit der Augencreme ging auch super das Make-up runter, ne? Aber das war auch gut. Daumen nach oben. Nochmal eine Cremedusche. Bio-Passionsblume, oh ja, das roch wirklich richtig gut, aber hat auch nicht so lange angehalten auf dem Körper. Aber mega. Also ne, für Winter über Weihnachten genau richtig. Ne, ja. Man hat sich trotzdem danach gepflegt und geduscht gefühlt. So, Badesalz mit Meersalz, ja, es war okay. Ne, hatten wir auch mit drinne. Ja, es roch, weiß ich nicht, nach was es roch. Hier steht auch eine, ach, Vanille-Orange, jawohl, Vanille-Orange, genau, Vanille-Orange ist ja bei mir herzlich willkommen, Vanille, ne? Und es hat wirklich, es war okay, es hat gut gerochen, aber ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft von dem Duft. Aber Badesalz geht auch immer mal, ne? Und hat, Badesalz ist Badesalz, kann ich nichts gegen sagen, 60 Gramm ist gut. Es war genau richtig auch für über Winter, Weihnachten, der Duft mega. Und ich muss sagen, ich feiere so das Design, ne? Total niedlich alles gemacht, so mit Vögelchen und sieht man ja hier auch. Das fand ich richtig toll an dem Kalender. Der Kalender hat, glaube ich, 19 noch was gekostet. Ist okay, es ist völlig gerechtfertigt, meine Güte, ne? So, 3-in-1 Bodyöl. Ein Bodyöl. Mit Mandel. Bio-Arganöl. Arganöl ist grundsätzlich immer gut, ne? Mandelbabas, was? Babassoöl? Was ist das schon wieder, Leute? Ja. Habe ich wirklich meine Haut damit eingeölt? Im Winter ist Öl immer gut. Für Haut und Gesicht grundsätzlich immer. Ja, das hätte man auch für Gesicht nehmen können und Haare. Ich habe es nur für meinen Körper benutzt, aber nach zweimal. War das denn, glaube ich, auch schon oft gebraucht? Es war okay und das hat auch angenehm gerochen und das hat die Haut schön gepflegt und ich hatte danach am nächsten Morgen schöne, geschmeidige Haut gehabt. Obwohl ich bin nicht so der Ölfan, aber im Winter kann man das ruhig mal machen, ne? Dann haben wir hier Fußcreme mit Bio-Pfefferminz-Extrakt. Ja, die war etwas kühlend. Wäre eigentlich mehr so ein Ding für den Sommer gewesen, aber ich wusste nicht, dass die so kühlend ist. Und dann dachte ich mir so, naja, egal. Tust du die jetzt aufbrauchen, aber die Füße waren danach schön zart, glatt, geschmeidig. War auch super.
Dann haben wir ein zart schäumendes Waschgel, Bio Aloe Vera. Ja, das habe ich dann auch genommen als Waschgel. Ja, das hatte an wirklich einen ganz einen zarten Geruch. Das hast du kaum gerochen. Aber das habe ich auch immer nur abends benutzt, um damit so den Rest dann runterzumachen vom Tag oder Make-up, ne, den Restdreck. Es war in Ordnung. Also, es ist mir auch gut bekommen. Meine Haut hat es auch gut vertragen. Ja, top Produkt. Ich hatte jetzt gerade irgendwie, deswegen war es gerade so komisch. Top Produkt. Kann ich auch nicht schön sagen. Ja. Eigentlich habe ich die Produkte alle gut vertragen. Muss ich wirklich sagen. Also da war jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, nö, das ist mir nicht bekommen. Oh, das war gut. Bodylotion Bio-Macadamia-Nuss. Oh, man hat danach richtig gut gerochen, wie so ein Weihnachtskeks. Ja, wirklich. Ja, das ist so bei diesen Düften, ne? Beruhigt trockene Haut, hinterlässt angenehmen Duft. Oh ja, oh ja. Ja, und hat die. Ach, Mensch. Sorry, wenn ich ab und zu mal spucke. Ne? Ich werde alt, da ist das normal. Feuchtaue Sprache, Leute. Feuchtaue Sprache. Ja, war gut. Schmeiß weg, kann ich. War gut. Meine Haut war danach zart und geschmeidig. Und wie gesagt, ich roch wie so ein Weihnachtsplätzchen zum Anbeißen. So, was haben wir hier noch? 24 Stunden Feuchtigkeitscreme. Bio-Kokosöl. Bin ja jetzt nicht so der Kokos-Fan, aber das ging. Das war, ja. Ja, das sollte eine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht oder für Körper. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ist egal, glaube ich. Tragen Sie die Creme nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Ideal auch als Make-up-Grundlage. Aha, gut, das habe ich jetzt als Make-up-Grundlage jetzt nicht benutzt, aber das habe ich mir immer als Tagespflegecreme benutzt. Ja, 24 Stunden sollte dann auch heißen, man hätte jetzt nicht unbedingt eine Abendcreme gebraucht, aber ich meine, man sollte sich abends auch das Gesicht reinigen, ob man nur Make-up oben hatte oder nicht, mit Reinigungsgel. Ne, mit Nachklären und so. Und deswegen, ja, war das dann runter und habe dann trotzdem eine Abendcreme benutzt. Aber die war auch gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Cremedusche, Bio-Kokosöl. Ja, das war wirklich das. Ich glaube, die war nicht ganz so gut. Die hat mir wieder nicht so gefallen. War jetzt nicht ganz so mein Ding. Ja, sollte auch die ha der Haut Feuchtigkeit spenden. Boah, ne? Okay, aber das war jetzt nicht ganz so meins. Ja, es ging. Es ging. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der Kokosfreund, Leute. Es kommt auch drauf an, wie das so riecht, ne? Gesichtspflegeöl. Ja, da kommen wir wieder zu Öl, was ja auch nicht so gerade für Gesicht immer nicht so meins ist. Aber das habe ich immer abends genommen. Gesichtspflegeöl mit Bio-Mandelöl. Genau. Gesicht, Hals und Dekolleté. Weil für Tag nehme ich kein Gesichtsöl, weil Öl glänzt nun mal und das ist sehr ergiebig. Man braucht nicht viel Öl nehmen, ne? Und wie gesagt, am Tag mag ich kein Öl auf mein Gesicht machen, weil ich mag mattierende Cremes. Und wenn ich mal so ein Gesichtspflegeöl habe, nehme ich das bloß für abends. Abends ist es egal, da kannst du glänzen wie eine Speckschwarte, da ist es wurscht, ne? Aber, und es roch wirklich ganz hart nach Mandel. Ich habe es gemocht, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich habe es mir bloß immer abends hoch gemacht und immer schön gib ihm. Es hat dann so ein bisschen nachgeölt. Ich habe es mir dann früher eh runtergewaschen. Deswegen nehme ich ja lieber so ein Öl immer nur abends für mein Gesicht. Das war auch gut, ne? Dann haben wir hier intensive Handcreme. Bio-Granatapfel. Ja, die hat richtig gut gerochen. Oh, die war toll. Und die hat meine Hände richtig gepflegt und geschützt. Weil ich hatte jetzt eine andere Creme in Anwendung vor kurzem von dem Action Spa Adventskalender, die habe ich abgebrochen. Die ging gar nicht, die Handcreme. Also die hat meine Hände zusätzlich noch mehr ausgetrocknet. Die hat überhaupt meine Hände nicht gepflegt. Also ich weiß auch nicht, aber die hier war richtig gut. Die war richtig gut. Zu dem Action Spa Adventskalender, weil es ja auch mein erster war, kommt dann auch mal irgendwann mal ein aufgebraucht. Wo ich dann auch mein Resümee dazu abgebe, ne? Aber das dauert noch eine Weile. Da bin ich noch dabei, Produkte aufzubrauchen. Aber die war wirklich gut für meine Hände, hat gut gepflegt. Und ich liebe so kleine Tuben und so, ne? Weil halt schneller aufgebraucht und so. Denn gerade Handcreme, so eine kleine Tube ist ratzfatz alle bei mir.
Gesichtsmaske. Oh, die war gut. Bio Aloe Vera. Immer zweimal die Woche mache ich eine Maske. Steht ja auch oben, ein- bis zweimal wöchentlich. Maske in der Tube fand ich richtig gut, ne? 20 Milliliter. Ich habe auch die lange benutzt. Und die hat man sich halt mit reichlich warmem Wasser abwaschen. Gründlich abwaschen. 10 bis 15 Minuten hat man die oben gelassen. Reinige Gesichtsmaske mit Bio Aloe Vera weißen Teeextrakt befreit die Haut sanft von Verschmutzung, bewahrt den Feuchtigkeits. Die war wirklich gut. Haushalt der Haut, red doch mal zu Ende. Die hat auch nicht so gespannt und gebrannt. Ich habe schon manchmal Masken gehabt, die so ein bisschen spannen und brennen im Gesicht. Und das war bei der gar nicht der Fall. Also die ist wirklich gut. Die war gut. Die war wirklich. Also ich mag die Alverde-Produkte, die haben gut was gemacht. Dann kommen wir fast schon zum letzten. Was ich hatte, dann zeige ich euch noch Sachen, die ich schon weggegeben habe. Ne? Bodylotion, Bio-Ingwer. Ingwer so auf dem Körper, so Geruch ist nicht so meins. Ich mag Ingwer so als Bonbon oder so ein Ingwer-Shoot, aber so als auf der Haut, so als Geruch, hat das war nicht mein Ding. Nee, die war. So, das war's. Jetzt kommen wir zu Sachen, die ich weitergegeben habe, die auch mit im. Hier ist die große Liste. Die habe ich mir aufgehoben, ja. Damit ich weiß. War noch drin das straffendes Bodyfluid mit Bio-Zitrusöl. Zeige ich euch mal das hier. Das sollte man sich zweimal auftragen, früh und abend. Und das roch so. Das ist war nicht mein Geruch mit Bio-Zitrusöl. Ich mag Zitrone, aber das hat irgendwie komisch gerochen. Und da dachte ich so, ja komm, dann gibst du das weiter in einem befüllten Adventskalender. Ich glaube, in einem Verlosungs. Ich habe ja einen Adventskalender verlost. Oder einen für über. Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich es dann mit reingepackt und dann dachte ich so, außerdem creme ich mich früh und zweimal am Tag nicht ein. Einmal reicht. Deswegen kann ich euch nicht sagen. Aber wie gesagt, der Geruch war jetzt nicht so meins. Dann Handhygienespray Bio-Orangenöl. Da auch eine Flasche. 50 Milliliter, da wo das Kreuzchen ist, ne, habe ich weitergegeben in einen Kalender, glaube ich, für eBay, weil, ach, wisst ihr, ich habe noch eins da, so ein Handdesinfektionsgel von Merci. Dann hatte ich ja eins in der Glossybox und sowas benutze ich nicht so oft. Sowas benutze ich nur, wenn ich unterwegs bin. Und da ich ja gar nicht mehr unterwegs bin, weil man das ja halt nicht mehr kann wegen Corona, dachte ich so, dann gibst du das weg, ne? So viel brauche ich denn doch nicht, weil zum Händedesinfizieren hast du überall in den Geschäften, Supermärkte hast du was. Und da dachte ich so, nee, das gibst du weiter und fertig, bevor das hier nach der Oll wird. Dann war noch eine Handcreme drin, Intensivhandcreme mit Bio-Karité-Butter. Hier unten, warte mal, ja, die hier mit Bio-Karité-Butter. Die habe ich auch in ein Kalender für eBay gegeben oder in einen Verlosungskalender. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Deswegen kann ich nicht sagen, wie die war. Dann war Beutel für Gemüse. Das weiß ich ganz genau. Den habe ich in den Verlosungs-Adventskalender habe ich den reingegeben. Das weiß ich noch ganz genau. Kann ich den mal hier oben durchlaufen lassen? Da habe ich einen Kalender verlost für meine Abonnenten. Apropos. Obwohl. Ich weiß es noch nicht. Ich habe gerade eine Verlosung am Laufen zum Valentinstag für meine Abonnenten. Ne? War jetzt ein toller Übergang. Ne? Genau. Und ne, falls du es noch nicht gesehen hast und das Video verpasst hast, blende ich dir das, lasse ich dir das hier oben durchlaufen oder das blende ich zum Schluss ein. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wann das Video hier hochgeladen wird. Wenn das Video danach ist hochgeladen wird, schneide ich das eh raus. Ja, gut. Dann war noch ein Produkt, war noch, habe ich, was habe ich euch noch nicht gezeigt? Bodyfluid. Ach ja, das hier, Leute, das habe ich weggeschmissen, warum auch immer. War auch so eine große Packung Duschpeeling drin und das war so ein loses Duschpeeling. Ein loses Duschpeeling. Genau so sah das aus. Mit Bio-Jojobaöl, oh, das war gut. Ne? Duschsalzpeeling, ja. Ich mache immer so, früher habe ich davon immer nichts gehalten, aber es tut nichts Schlechtes, wenn man wirklich gerade im Winter, aber ich werde es das ganze Jahr machen, so zweimal die Woche
Gesichts- und Körperpeeling macht, ne? Kann man ruhig machen. Und ja, das war so lose und das, ich mache mal dann so Peeling mit in der, das habe ich gerne mal mit benutzt, wenn ich baden gegangen bin, weil dann ist die Haut vorher schön eingeweicht. Und dann, wenn, dann liegt man danach, nach dem Peeling noch, aber so ein Peeling bitte vor dem Rasieren machen. Nach dem Rasieren, ey, das brennt denn wie Feuer, Leute. Ich sag euch das. Das ist die Hölle, sag ich euch. Ja. Und ich habe mich jetzt dran gewöhnt, immer so zweimal die Woche mache ich jetzt ein Körperpeeling oder Gesicht- und Gesichtspeeling. Ne? Das tut doch mal ganz gut, mal ein bisschen so eure Hautschüppchen mal runter zu peelen. So, ihr Lieben, habe ich es ja doch geschafft. Ach nee, halt. Hier war noch eine Kerze mit drinne. Frohe Weihnachten wünscht das Alverde-Team. Ne? Genau, da war eine Honigwachskerze drinne. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Hier ist das Bild. So sah das aus, ne? Also hier so. Und da war so ein Docht mit bei. Hat man die Platte, musste man in den Handflächen erwärmen und den Docht so mit einrollen. Und ich habe das halt so zusätzlich in einen Teelichthalter gestellt, damit das ein bisschen geschützt ist. Ne? Mal so offen lose stehen, so eine Flamme ist immer so ein bisschen. Naja, ne? Aber ich pass auf. Ne? Und musste ich, habe ich dann auch extra nochmal in so einen Teelichthalter reingestellt. Und die war in einer Stunde war die runtergebrannt. Das war ja wirklich nur so eine kleine, so eine ganz schmale und die war 0, nichts, war die runtergebrannt. Aber ich fand das gut. Das war ein schönes Geschenk gewesen. Ja, habe ich mich sehr gefreut. Im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, fand ich den Kalender top. Super, also ich. Das gerade gehört, was da draußen los ist? Ja, ich habe auch in der Nähe ein Behindertenheim. Ich weiß nicht, manchmal machen die auch so einen Krach, aber ich glaube, das waren die nicht. Das müssen andere Bekloppte sein. Wahrscheinlich Corona. Ja. Gut, ja. Nee, das sind Ausländer. Und es hört sich ernst an, Leute. Vielleicht kriege ich noch raus, was los war. Dann kann ich euch das ja irgendwann mal erzählen. Auf jeden Fall, sorry, Leute. Habe ich schon gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, darfst du mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben. Leute, es hört sich ernst an. Ich halte euch mal auf dem Laufenden, was hier abging. Herzchen da lassen, ne? Liebe da lassen. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, blende ich dir hier meinen Kanal ein, den du völlig kostenlos abonnieren darfst. Playlist von meinen irgendwelchen Aufgebrauchdingern. Müsst doch mal gucken. Ne? Adventskalender aufge. Ich weiß es gar nicht. Irgendein Video. Blende ich dir ein und meinen aktuellsten Upload blende ich dir auch ein. Sorry, jetzt das Geschrei, wenn ihr das hören solltet. Kann nichts dafür, ist nicht meine Schuld. Ich habe nichts gemacht, ich schwöre, ich schwöre, ich bin total artig. So, ja, so mir wieder ein Fest. Macht's gut, tschüssi, eure Hani. Ach, schreibt mir mal in den Kommentaren, Moment, 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 hattet ihr den Kalender auch? Und wie fandet ihr den? Schreibt mir das mal in den Kommentaren, ne? Es würde mich mal gerne interessieren, wie ihr die Produkte fandet. Und würdet ihr euch den nochmal kaufen? Ne? Also ich ja, habe ich ja schon mal erwähnt. Genau, ich würde mir den nochmal holen. Denn, ne? Und dann würde ich den euch wieder zeigen. So, jetzt ist Schluss. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut. Tschüssi, eure Hani.